Es war kalt an diesem Morgen, als der Zug einfuhr. Ich hatte einen weiten Weg vor mir. Das Gedränge beim Einstieg kannte ich nur zu gut. Der Zweiersitz, auf dem ich saß, war glücklicherweise leer, denn neben Fremden zu sitzen, ist ja unangenehm. Um die Zeit sinnvoll zu nutzen, hatte ich mir ein Buch mitgenommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so oft mit dem Zug reisen würde, aber Irren ist ja bekanntlich menschlich. Die Zeit im Zug kam mir an diesem Tag so lange vor. Als sie sagte, dass sie mich liebt, lächelten wir uns an. Aber sie wurde bald darauf traurig, weil ich nichts erwiderte. Ich wusste nicht, ob ich sie liebe. Vielleicht war unsere Beziehung ja ein Irrtum. Und der Römer hielt auch keinen Rat parat. Dann sah ich den Lippenstiftabdruck an der Scheibe. Zunächst hielt ich es für das Produkt der Laune einer gelangweilten Zugreisenden, doch dann erkannte ich etwas. Wo ich saß, saß zuvor jemand, der ebenso geliebt wurde, so wie meine Freundin mich liebt. Das wusste ich. Ich wusste, dass es eine tränenreiche Trennung war. Ich wusste, dass sie ihn vermissen würde. Und ich wusste, dass er sie liebt. Er saß, wo ich saß. Alleine, wie ich. Und bevor er weggetragen wurde, küsste seine Liebe die Scheibe. Jedes Mal, wenn er das Fenster anblickte, sofern er überhaupt den Blick abwenden konnte, sah er den Abdruck. Dieser war immer da, egal wie schnell und weit der Zug auch fahren mochte. So kann man sich irren. Habe ich mich überhaupt geirrt? Oder vielleicht doch nur verliebt? Thank you.
Thank you.